Tada. So, gucken wir mal nach. Also Töpfchen brauchen wir keine mehr. Da kriegen wir jetzt so hin. Dann können wir das hier auch offen lassen und dann gehen wir mal gucken. Boah, ich titsche im Dreieck, wenn der jetzt aufspringt und nicht gezähmt ist, ne? Terizino-Sattel. Ah, warte. Da muss ich doch erstmal im Schrank gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal einen gelootet. Das wäre dann mal was. Gucken wir mal. Was haben wir da? Nüt. Was ist das? Das Triceratops. Das Stego. Das ist Tyraculeo. Wollte ich noch zähmen. Paracer-Plattform. Baryonyx. Tapajara erkenne ich so. Und das ist Terrorbird. Oh, wie schade. Da haben wir noch einen Hygienodon. Was haben wir hier? Da haben wir was. Dire-Bär, oder? Nee, Mammut. Mammutsattel. Nein, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir nach oben. Ja. Wieder mal um die Wand rumlaufen. Oh, er ist fertig. Terizinosaurus männlich ist fertig. Terrence. So. Okay. Jetzt brauchen wir den Sattel. Tüdelü. Kann man da? Iguanodon. Paracea. Megalodon, Quetz, Spino erkenne ich so, Pachyrhino, Wulirhino, nein auch nicht. Ach, wie schade. Wie schade, wie schade. Gut, Sattel. Terizino. Habe ich alles? Habe ich. Wow. Nimm den Sattel mal mit. Wieder liegen lassen. Tödelö. Okay, so, Sattel mitnehmen. Tidi tidi tidi. Ich baue die Wand wieder ab. Irgendwann baue ich sie wieder ab. Lass ich mal da ran. Ah, da bist du ja. Hallo. Hi. Du darfst runtergucken. Das sieht nicht gesund aus, was du da tust. Ja, okay. Das kriege ich und das kriege ich. Sehr schön. Achso, den sollte ich ja auch den Zettel anziehen. Perfettamente. Wir haben einen Tirizino. Yippie. Nicht niesen. Nicht niesen. Nein. So, jetzt habe ich zwei Holzfarmer. Zwei Stück. Und da kannst du nichts. Achso, kibbel, kibbel, kibbel. Oh. 93 Spezies X-Pflanzen. Da kann ich ja locker V-Pflanzen bauen. Das waren 93. Hast du das gesehen, Volki? Aber wo soll ich die denn hinstellen? Jetzt sag mir dann wenigstens mal, wo ich die hinstellen soll. Wir wuseln uns hier einmal nochmal durch. So, wir könnten die da oben draufstellen. Aber bringt das was? Oh, Schlange. Pff. Was heißt denn hier Pff? Ja. Läuft. Das war ein Dilo.
Da. Aufgeräumt. Tschüss, Tappi. Viel Spaß dir noch. Eine schöne Woche. Ja, nee, Donnerstag ist Karneval. Da sehen wir uns gar nicht bei Helm. Da gibt es ja keinen Helm. Aberration. Seltene Blumen haben wir. Millionen. Und Fasern haben wir endlich mal vernünftig viele. Das ist ja auch mal was. Oh Gott. Okay, wir haben jemanden, der Fasern sammelt. Das ist mal was. Das ist cool. Ich brauche jetzt nie wieder Fasern. Gut. Ja, klasse. Klasse, klasse. Kannst du eigentlich auch noch was anderes? Du kannst doch auch. Ah. Nein, nicht so. Hallo, lass mich da raus. Mit C. Können wir ein paar Bärchen sammeln. Auch nicht schlecht. Können wir neue Töpfchen machen, die du alle aufgefressen hast. Können wir Nachschub machen. Yippie. Da kommt nichts mehr. Außerdem ist das Vieh voll. Können wir mal nach Hause bringen hier. Okay. So, Mission Tirizino ist erledigt. Ne, da passt er nicht durch. Okay. Hätte ich mir fast denken können. Tipp, tap, tipp, tap. Mach mal auf. Dankeschön. Passt du da durch? Quetsch dich mal da durch, bitte. Entsteh da mal durch, habe ich gesagt. Okay, geht nicht. Gut, der Terry passt da schon mal nicht durch. Ich ja gar keine Angst haben brauchen vor ihm. Lass mich da mal runter. Hallo. So. Dankeschön. Da, bleib mal stehen. So, jetzt machen wir erstmal wieder neue Töpfchen. Darf der Chat Wünsche äußern, was du noch zähmen kannst? Jetzt kommt's. Was wünschst du dir denn? Okay, Nako-Bärchen. Da. Terenz. Salatsch, Crop, Plot, Cloud Dancing und Moonshadow hat auch welche. Und dann brauche ich noch Fleisch. Verdorbenes. Pull. Hat ein 8,2 GB Update. Ja, das wird das Update sein hier mit dem ersten Überarbeitungsding. Du bist im Sumpf, du brauchst einen Frosch. Wieso brauche ich einen Frosch? Weil ich im Sumpf bin? Wisst ihr, was wir gleich machen? Wir werden hier gleich mal kurz ausmachen und das dann nochmal neu starten. Hatten wir nicht. Nee, Wölfe haben wir keine. Prokoptokon haben wir keins. Was war denn alles überarbeitet? Pferde nicht, ne? MM.
Haben wir alle nicht, die Viecher. Aber dann könnten wir mal über die Insel fliegen. Mal gucken. Nee, also eine Schnecke zähme ich definitiv nicht. Da muss ich für Kuchen backen. Die wollen Kuchen. Gib es nicht. Hier gibt es keinen Kuchen. Affe, Wolf, Rex, Prokoptodon. Die sind jetzt zuerst dran. Da, komm mal her, ich muss hier mal was. Muss ich gar nicht. Wir haben noch so viel Zeug hier drin. Egal. Der Amabian, Mani und Terizino. Pull. Dann Azulbeeren. Ich hole mal die ganzen Bärchen aus den Viechern raus jetzt. Gekochtes, gegrilltes, Honig, Kaktussaft, Karotte, Kartoffel, Keratin, Mais, Mejo. Mejo-Beeren. Ich muss ja immer an Mayonnaise denken. Ich weiß gar nicht wieso. Rohes Fisch, rohes Fleisch. Pull. Hammelfleisch haben wir nicht. Fischfilet nicht. Rohes Filet haben wir noch. Da müssen wir gleich mal gucken. Seltene Blume, seltener Pilz, Stimbeeren. Dann können wir mal Farbe machen. Tinto. Und das war's, ne? So, dann. Jetzt haben wir hier erstmal ordentlich zu essen drin. Zitronen schmeiße ich mal da hinten rüber noch. Da rein. So. Okay. Flauschbeeren. Kommen die jetzt auch schon oder? Erst beim nächsten. Was hat man da? Bär? Affe? Wolf? Rex? Ein Prokoptodon. Ein Prokop. Stimmt, Mergi. Die Charts, also hier die eigenen Charakter hier, die sehen immer irgendwie alle gleich aus. Da könnte man vielleicht mal ein bisschen mehr Wahlmöglichkeiten haben oder stellen. Das wäre schon cool. Hatte ich irgendwas, wo ich Fleisch ganz schnell durchbrutzeln kann? Ja, hier, guck mal. Da haben wir doch was. Genau, du brauchst jetzt mal Zündpulver. Hatte ich welches? Zwei Stück, das ist ein bisschen wenig. Gib mir mal bitte Stein. Und Feuerstein. Das reicht erstmal. Das kommt da rein. Ja. Das. Und jetzt kann ich hier rohes Filet holen. Und durchbrutzeln. Jo, genau so machen wir das. Leckt der Stream vor lauter Update. Ja, bei euch, genau. Das wird bei mir dann auch wahrscheinlich passieren, wenn ich jetzt ausmache und das Update ziehe.
dann dürfte der Stream auch laggen bei mir. Von daher wird das wahrscheinlich nichts. Ja. Was ich super finde, ist, dass der Bär zum Honigfarmen gut geeignet ist. Das finde ich echt gut. Das ist eine coole Idee, auch dass die Bienen einen da nicht runterschmeißen und so. Dann ist das alles ein bisschen einfacher. Das finde ich gut. Tante Pferd Elisabeth, was hast du denn noch? Ganz viel Dünger. Pass mal auf. Wir machen jetzt jemandem eine ganz, ganz, ganz große, große, große Freude. Gewicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ganz viel. So. Jetzt brauche ich noch. Herstellung. S plus. Den da. So. Dann brauche ich noch mit wem waren wir eben unterwegs? Mit Thierry, ne? Genau. So. Und die stelle ich jetzt wohin? Gute Frage. Ich stelle die oben aufs Dach. Dann müsste ich später halt wieder weg. Pass mal auf. Die stelle ich jetzt mal auf die Ecken. Da. Da, dreimal. Ist natürlich nicht gewässert, ne? Muss ich noch warten. Ich muss warten, bis es regnet. Da steht eine Säule im Weg. Aber ich will ja den Manni beschützen, ne? Dann tun wir da hin. So. 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 Gut. Ich bin mal AFK, was Verrücktes tun. Charlie, was tust du? Regen? Regen. Ich bin ins Wasser gesprungen. Wieso habe ich jetzt Schaden gekriegt, Mensch? Wenn es stimmt. Das wäre jetzt die Patchnummer.
So. Bis zum nächsten Regen dürfte das reichen, denke ich. So, das daran. So, wieder da. Was ist passiert? Ich warte auf Regen. Ich schmeiß mal was hinten hinterher. Sehe ich das richtig? Sender! Ja, es sollte nur langsam mal regnen hier. Sonst regnet es hier ständig. Heute nicht. Mauer. Lass mich da durch. Ah, da hinten ist noch eine für Manni zu beschützen. Das da rein. Das, 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 das. Ja. So. Und so. Schön. Okay. Ich muss da noch was Wasser reinschmeißen, weil ich nicht weiß, was regnet. Jetzt habe ich einen Wasserbauch. Ein Wassergluckerbauch. Hüpf. Autsch. Andere Seite. Nehmen wir die. Überall steht irgendein Wyvern im Weg, ne? Kann das sein? So, es dürfte reichen. Jetzt müsste es gleich auch regnen. Ich kenne das hier doch. Das Spektakel. Britz. So. Ich wollte eigentlich dem Käfer noch gerade die Kacke da reinstopfen. Ja, jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist auch nochmal Gewicht. Da. Ich sehe schon wieder am Verhungern hier. Okay, haben wir. Gut.
Ja. Oh. Oh, danke. Da liegt ein Ei. Sie hat ein Ei gelegt. Du, es regnet. Siehst du? Wo ist die Star? Bis zum nächsten Regen reicht das locker. Hier brauchst du gar keine vernünftige Wasserversorgung. Regen! Noch kein TLC. Nein, leider nicht. Tja, ja. Ich kenne doch meinen Sumpf. Die Korbplatz brauchst du hier nicht extra bewässern. Dann aber Dünger rein. Damit auch nichts passiert, ne? So. Nehmen wir das hier auch. Gut. es regnet. Die Sünde wird nass. Jo. So ist das wohl. Ich werde es überleben. Hier, du darfst auch mal was tun. Da. Schön. Okay. Prima. Sehr fein.